Also kommen wir mal schnell zur alles entscheidenden Frage an diesem Tag. Wie verbringen wir heute unsere Zeit, um möglichst effizient auf die 10 Minuten zu kommen? Ach nee, das sind ja auf YouTube mittlerweile bloß noch 8. Ist wieder zeiteffiziente Maßnahmen. Ne, vorher waren es 10, jetzt sind es 8, das sind 2 Minuten pro Video. Rechnet das mal hoch. 5 kommen ungefähr die Woche, also sind das... Also schon einige Minuten, an denen euch mein Gesicht erspart bleibt. Perfekt, Digga. Leute, ihr wünscht es euch ja gerade heftig wie noch nie, dass wir uns mal wieder gemeinsam Horror-Kurzfilme angucken. Nein. Na gut. Bevor wir uns allerdings hier und heute das ein oder andere Schmankerl reinmassieren, muss ich an der Stelle mal noch eine Sache über ein paar von euch ansprechen, die mich wirklich enttäuscht hat. Kennst du Seth? Ich kenne Seth nicht und er ist bestimmt super nett, ne? Ja, warte kurz. Aber ich kenne Seth tatsächlich aus meinen YouTube-Kommentaren, weil Leute von ihm oft bei mir rüberkommen und mich beleidigen, wenn ich mal das gleiche Spiel spiele wie er. Deswegen ist er leider und er ist bestimmt super lieb. Ich wollte sowieso mal gucken, wer das ist, bei mir auf der Blacklist, weil ich irgendwann mal da was machen musste, weil ich spiele Horror seit, ich weiß nicht, wie viele Jahre bin ich jetzt auf YouTube? 8 Jahren? Und ich versuche das natürlich dann auch nicht auf den YouTuber zu beziehen, weil der ja am allerwenigsten dafür kann. Aber das sind so, nur daher kenne ich den Namen, das finde ich voll schade tatsächlich. Sowohl die liebe Pandora als auch ich, wir machen diesen Scheiße lang genug, um zu wissen, dass je mehr Menschen irgendwo zusammenkommen, desto größer ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass darunter auch ein paar Leute sind, die nicht so reflektiert denken und handeln können. Ich kriege diese Comments ja auch seit Jahren zu Genüge. Wenn mal irgendjemand schneller als ich ein Video über den Game hochgeladen hat, heißt es, das Spiel hast du aber von dem geklaut. Das ist halt echt so der Bürgermeister der dümmsten Kommentare, den ein Gaming-Content-Creator so kriegen kann. Wenn dein Kumpel eine 1 in Mathe schreibt und jemand anderes aus der Klasse auch, dann gehst du doch nicht zu dem anderen hin und sagst, das hast du aber geklaut. Sag mal, bist du verblödet oder bist du blöd? Hä? Gronkh hat genauso wenig Let's Plays erfunden, wie ich irgendwie die Vorherrschaft über Horrorgames habe. Es darf doch wohl jeder auf seinem Channel spielen, was er möchte und wann er es mag. Nee, na wohl. Und auch wenn das sicherlich von manchen süß gemeint ist, ich brauche bitte keine öffentliche Verteidigung. Und vor allem, wer jemand anders beleidigt und dabei mit meinem Namen jongliert, sorry, der kann mich mal. Und wenn ich das mal unter einem Video von irgendjemand anders sehen soll, dann werde ich diese Person sofort von allen meinen Kanälen blockieren und mich meinem Lebtag innerlich über ihn lustig machen. Also an alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, haltet bitte die Ohren offen und dann euren Mund zu. Nochmal kurz nachdenken und dann einfach das Video von dem anderen enjoyen. Ihr helft mir damit weder, noch schadet ihr unbedingt mir oder der Community, weil die anderen YouTuber ja sichtlich so differenziert denken können, um das nicht mir oder uns als Ganzes anzugreifen. Aber liebe Paaren, trotzdem möchte ich da natürlich Verantwortung übernehmen und mich im Namen aller für die Unannehmlichkeiten ehrlich entschuldigen. Ist sicherlich an sich keine große Sache, aber ich bin da schon echt pisst. Aber falls du Bock hast, lass gern mal ein Video zusammen aufnehmen. Ist den Leuten, die dummes Zeug labern, vielleicht das Kanonenfutter weggenommen, weil sie sehen, da gibt's irgendwie eine Connection. Und außerdem freuen ich und die allermeisten aus meiner Community uns immer gerne, neue nette Leute kennenzulernen. So, und an die Trottel, hört bitte einfach auf, scheiße zu sein, danke. Perfekt, Digga. Aber nun zu was Erfreulichem. Neuer Clip von Midnight Video, den Machern von Migos, legendärer Horror-Kurzfilm. Die haben sich beim letzten Mal so über meine Reaction gefreut, habe ich euch unten verlinkt. Dieser hier nennt sich Face Mask. Bin super gespannt. Die haben uns bislang noch nie enttäuscht. Mal schauen. Und der Typ hat jetzt... Was genau eigentlich vor? Wie dem auch sei. Seine Pläne werden sich schon sehr bald ändern. Ach, der bringt die Wäsche in die Garage. Excuse me. Walter White war im Fitnessstudio. Where's your mask? Wo ist deine Maske? I left it inside. Ich hab sie drin vergessen. Because I'm out here doing laundry. Ja, der macht die Wäsche. Even still, you should be wearing a mask. Just like me. You never know who you might come into contact with. Or what they might have. Sie sollten schon eine tragen. Sie wissen nicht, wen sie treffen. Jo, er ist der Einzige, der hier ihm gerade nahe kommt. Just locked myself out of my house. Wondered if I might use your phone. Ich habe mich ausgeschlossen. Möchte ihr Telefon benutzen. I left it inside. Because I really did just pop out here just real fast. I can wait till you're done. I have nowhere else to be. Oh, we just put the baby down, so I don't want to go inside and... You have a family. Sie haben also eine Familie, ja? Yeah.
course. Wouldn't want to wake the baby. Mm-mm. I promise I'll be as quiet as a mouse. Ich bin leise wie eine Maus. Der glaubt ihm nicht. Der weiß es. Which one of these houses do you live in? In welchem Haus leben Sie? Just on the other side of the street. I'm new here. Ich bin neu. It's funny, because I haven't seen any moving trucks here lately. Ich habe keine Umzugswagen gesehen. Bought the place furnished. Old owners died. Der alte Besitzer ist verstorben. Der glaubt ihm auch nicht. Family holding up okay during all this? Especially that baby? Wie geht's der Familie mit all dem? We're hanging in there. Passt schon. Always important to protect the family. Es ist immer wichtig, die Familie zu beschützen. Alter, ist das unangenehm. Look, I've got a bunch inside. Take it. You'll be glad you did. Nehmen Sie es. Look. I'm sorry that I couldn't help you. It's okay. You're a nice guy. Maybe we could be friends. You could invite me over for a barbecue. Ja, wer würde nicht? I like barbecues. What's your name? Thank you for your time. Begegnung der dritten Art, ey. Der steht gleich wieder hinter ihm. Oh, and I noticed your garage door doesn't have a lock. You should really consider getting one. Sie sollten das lieber abschließen hier. Knows. Er weiß es. Was? What? Oh! Ja, lol, ey. Was ein Twist! Alter, der, auch wieder dieser, mega genial, ey. Also, mit einer der gruseligsten Sachen war zwar dieser Weg, den er von seinem Haus offensichtlich zurücklegen muss, um zu seiner Waschmaschine zu kommen, aber lassen wir das einfach mal so auf sich beruhen. Geile, vor allem, ne, das meine ich, diese kleinen, subtilen Dinge. Also du musst jetzt nicht immer mit einem Geist oder einem Monster oder irgendwie sowas anfangen, da rumzumachen dich, sondern halt so auf so einer zwischenmenschlichen Art. Der hatte die Maske auf und die Sonnenbrille. Und das Gruselige dabei ist ja, dass du dann die Mimik von dem anderen überhaupt nicht mehr einordnen kannst. Du achtest auf andere Sachen, auf die Hände in den Taschen oder so dieses Einatmen, was der immer gemacht hat, oder Ausatmen, je nachdem, halt so diese sehr, sehr angespannte Stimme und halt diese leichten Bewegungen. Und
Der hat das, der Schauspieler wirklich geschafft, unglaublich unangenehm zu machen. Weil der halt auch so groß ist, oder die Perspektive war zumindest gut gemacht. Mega krass. Also das war wirklich richtig, richtig gut gemacht. Exzellent. Liebe ich. Sehr, sehr, sehr geil. Die haben immer gute Filme gemacht, so. Seit wir die geguckt haben. Ist bestimmt schon der 6. oder 7. oder so. War ja 2 beim letzten Mal. Sehr geil. Auf jeden Fall. Gute Ideen. Wunderbar umgesetzt. Touché. Der nächste nennt sich The Tall Man, ist von Social House Films. Von denen haben wir uns letztens Diet, hieß der, glaube ich, reingezogen. Das war auch so ein Blödsinn, oder? Aber der war unglaublich witzig. Also, ich bin sehr aufgeregt auf diesen hier. Das ist ein Louis Vuitton Eclipse Keyboard oben in der Ecke. Ne? Man kennt es auch nachts, wenn sich der Wäschehaufen zu einem hungrigen Mutanten transformiert. Ja, was soll da sein? Oh, da steht was. He plays all night, he hides all day. Er spielt in der Nacht. Versteckt sich am Tag. Der große Mann ist hier. Und er wird bleiben. Ihr Sohn, der kleine 4-jährige Timmy, kriegt jetzt sofort seine Schreibgeräte weggenommen und geht auf sein Zimmer. Aber ab! Und kein Fernsehen mehr. Schätzelein, Tänzchen. Wirklich sehr glaubhaft. Alter, die Stille macht mich fertig. Schaffen es diese Leute eigentlich, dass denen immer die Monster besuchen? Steht das nicht? Was muss man dafür tun? Kommen die denn einfach? Sie wieder, ey. Okay, die würde ich auch heimsuchen. Da hast du wie leichtes Spiel. When boys are bigger than you. Ja, das war so unauffällig, wie du da im Schränk hier verschwunden bist. Da kommt der nie drauf. Da steht eh gleich hinter ihr. Ich will nicht spoilern, aber es ist offensichtlich. Habe ich Unrecht? Das wäre interessant.
Würde ich mich ja sogar freuen, offensichtlich ja. Echt rausgeht nach dem, was sie da gerade gesehen hat. Ist halt so ein Slenderman-Verschnitt, ne? Warum machen die das immer? Warum ist das so ein Ding, was existiert? Ja, und die Idee war geil mit diesen Schuhen. Das war wirklich cool. Halt, schauspielerisch, ja. Und das Ende, das war auch sehr, sehr vorhersehbar. Ich weiß immer nicht, was das für eine Marotte ist da aus der Unterwelt. Immer irgendwie die Leute dann voll zu brüllen. Vielleicht hat er auch eklatant zum Zungenkuss angesetzt. Wer weiß das schon. Ja, die hatten... Ja, sind die Schuhe da gerade zusammengegangen noch einmal am Ende? Oh, wenn, dann wäre es voll geil, habe ich mich verguckt. Ich weiß nicht. Aber sehr, sehr cool gemacht. Also fand ich auch einen coolen Film. Halt natürlich nicht so stark wie der erste, aber halt grundsolide. Sehr nett. Hat mich echt unterhalten. Fand ich cool. Okay, Freunde. Ihr wisst, es ist immer ein bisschen schwierig, hier neues Zeug auszutreiben vor allem. Ja, gutes Stichwort. Aufzutreiben. Da muss ich immer ein bisschen warten, bis neue Filme produziert werden, weil viel haben wir schon durch, was sich irgendwie lohnt und der Rest ist halt, habe ich schon gesehen, eignet sich nicht oder wie dem auch sei oder die Leute wollen keine Reactions darauf haben, was ja auch in Ordnung ist. Also ist es immer ein bisschen schwierig hier heutzutage, da neue Folgen rauszubrezeln. Ich würde mich aber gerne immer mal wieder melden, so wenn es sich anbietet und wenn ich mal drauf stoße, hier da eine neue Folge zu präsentieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr da Bock drauf habt und wenn euch diese Runde gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann. Benehmt euch.